Geola, Assere, Geola, mi Hente, was geht ab, meine Besten? Euer Boy, El Meo Cubanito, ist mal wieder back am Start. Und ja, ihr könnt es sehen, ich bin heute nicht in Spanien, ich bin wieder back in der Schweiz. Wobei, ich muss sagen, ich bin hier nur ein paar Tage, aber egal. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ihr könnt es im Titel lesen und ihr könnt es auch sehen, Leute, heute, ich bin mega, mega müde, weil es ist einfach 1 Uhr. Und ich kann auch nicht so mega laut sprechen, weil meine Mutter ist am Schlafen und die werden gleich eigentlich wieder aufstehen um 4 Uhr, weil ich werde zum Flughafen fahren und dann halt wieder nach Spanien fliegen. Aber ja, langes Rede, kurzer Sinn. Sagt man das so? Nee, auf jeden Fall langes Rede. Heute, ihr könnt es im Titel lesen, schauen wir uns gemeinsam die Top 20 besten Tore vom Training an. Ja, da ist wohl dabei Zlatan Ibrahimovic, Lewandowski, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Let's crack it on. Okay, dann würde ich sagen, wir checken mal die Trainingstore ab. Memphis Depay, oh shit, er packt einfach den Seitfalls hier aus. Ich glaube, das geht noch besser, Alter. Das geht noch besser. Oh no, he didn't, shit. That was a fresh goal. Das war ein frisches Tor von Gareth. Oh no, 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 no. We gotta watch a replay on that. Wer ist das? Van Persie. Ey, das könnte ich sein. Das könnte definitiv ich sein. Das war sehr, sehr cheeky. Isco. Tschüss. Er packt einfach Zlatan Backheel aus. Platz Nummer 16. Wer ist das? Neymar Junior. A la Ronaldinho. Ronaldinho war ja richtig bekannt mit diesem Angeschnitten da. Der war nicht schlecht. Tschü, was, das sah gerade so richtig heftig aus von hier. Das sah richtig, richtig heftig aus. Achso, ich dachte, der hat irgendwas anderes gemacht. Aber auch heftig, dass das so... Muss ich mal ausprobieren, Leute. Schreibt mal unten in die Kommentare, soll ich das mal ausprobieren? Diesen Backheel-Schuss. So, was gibt das, glaube ich, das gibt ein Volley. Das gibt ein Volley! Oh no! He didn't! Alter! Das waren sicher so 30 Meter. Oder 20, scheiße. Packt einfach Volley aus. Ronaldinho. Da muss ich... Was? Heftig. Ronaldinho at his best, Leute, ich finde den so, der ist richtig nice. Und den kenne ich. Zlatan Ibrahimovic, Backheel, on fucking fleek. Hat Lewandowski schön angeschnitten. Ich glaube aber, das finde ich jetzt nicht so mega krass. Ich glaube, das würde ich auch noch hinkriegen. Nummer 10, Numero 10. Wer ist das? Oh mein Gott, Snyder, schon wieder mit dem Air Backheel. Mit einer Drehung, der war richtig nice, der war richtig heftig. Aber wie kann das... Ja, den fand ich jetzt nicht so mega krass. Ich weiß nicht, ich fand den vorher krasser, oder? Schauen, was bei Nummer 8 ist. Ravel, der war nice, der war cheeky. Ich glaube, so von denen habe ich auch schon ein paar gemacht. Der war sehr, sehr cheeky. Boah, Leute, ich hätte echt mega Bock, im Verein Videos zu machen, vom Verein. Oh, fuck, fuck, fuck. Steven Fletcher. Aufsetzer für den Torwart. Sehr, sehr hart. Das war ein ganz krasser Schuss. Ganz krasser Schuss. Oh, Zidane. Ich glaube, der vernascht. Das ist einfach Zidans Klasse. Das ist einfach Zidans Klasse. Und da rasten die einfach alle aus. Zu Recht. Zizou, Legende. Vielleicht kann ich auch schnell das Selfie einblenden mit ihm, wenn ich es noch finde. Ansonsten, oh mein Gott. Laurent Koscielny. Haut einfach Rabona raus. Ibrahim Affe. Gibt's denn noch? Raffalai, gibt's denn noch? Anscheinend schon. Und wie es ihn noch gibt. Der war nice. Coutinho. Ey. Frisch vorbeigekommen. Sehr, sehr schön. Da mit dem Stepover. Und jetzt die Nummer 2. Sheldon Shaqiri. Warte, ich glaube, ich habe... Ist das der Chip? Oder was ist das?
Das war ein sehr, sehr spitzer Winkel und den haut ihn da noch rein. Sherdan Shaqiri. Er ist schon stark. Tschüss. Was war das für ein Tor? Also wenn er das, wobei bei Messi könnte ich mir schon noch vorstellen, dass er das gewollt hatte, aber wobei ich denke, dass er das eher nicht gewollt hatte. Ich weiß nicht, Leute, was, welches Tor fandet ihr am heftigsten? Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ich würde sagen, das von Zlatan, Leute. Ich würde sagen, das von Zlatan war richtig heftig, oder? Ja, ich finde das von Zlatan, Leute. Ich finde das von Zlatan war am heftigsten. Okay, Leute, ich würde sagen, damit war es das vom Video. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ja, welches Tor ihr am heftigsten fandet. Was ich noch sagen wollte, ich würde gerne eine Serie machen, wo ihr mir eure Talente zuschicken könnt. Also halt zum Beispiel Freistöße oder halt Bottle Flips. Irgendwas Kreatives, das könnt ihr an diese eingeblendete E-Mail schicken. Like das Video, kommentiert es, ob ich wieder im Verein gehen soll und welches ihr von den Toren am besten fandet. Ja, sonst würde ich sagen, folgt mir auf Snapchat und Instagram. Ich bin so müde, ich muss das Video jetzt erscheinen. Ey, auf meinen Nacken. Hier, auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Noch einmal. Peace.